Moin Leute, immer noch ein bisschen angeschlagen nach diesem sensationellen 4:1 auf Schalke. Es wurde feuchtfröhlich begossen, dementsprechend auch mit ein bisschen Zeitverzug. Der Rückblick auf das Spiel, kurzum gesagt, kann man es einfach nur als sehr, sehr geil zusammenfassen. Aber wir blicken natürlich auch noch, wie immer, ein bisschen mehr auf dieses Spiel. Denn es bietet eben einfach auch viele tolle Dinge, die wir hier auch festhalten können, wenn wir uns ein bisschen auf die Kommentare in den letzten Wochen gegenüber Bremen, gegenüber der Leistung beschränken, waren viele kritische Töne häufig gut und vernünftig dargelegt, viele eben aber auch sehr unverhältnismäßig. Sehr, ich glaube mal hier und da im oder aus dem Effekt geschrieben, die ein oder anderen hatten uns ja wirklich absolut gar nichts hier gegen Schalke 04 zugetraut, weil Schalke natürlich auch, was die Ergebnisse anging, ein bisschen das Team der Stunde war, weil wir auch vielleicht bei verhältnismäßigen, einfachen Gegnern Punkte liegen gelassen haben, auch gegen Nürnberg dann wirklich eine sehr, sehr schwache erste Hälfte gespielt haben. Aber das war alles egal bei dem Spiel. Wir sind eigentlich auch sehr gehandicapt reingegangen. Ich meine, wir mussten Toprak immer noch Veljkovic und dann auch kurzfristig Grosso ersetzen. Das ist eine sehr zentrale defensive Achse, dessen Verlust für Werder natürlich immer schmerzhaft ist in dieser Saison. Und ich glaube, man hat es auch sehr, sehr häufig in Spielen gesehen, dass man das nicht dauerhaft kompensieren kann, wenn so viele Leistungsträger fehlen. Umso schöner aber auch, dass diese mannschaftliche Leistung hier gegen S04 das wirklich hat alles vergessen lassen, hat kompensieren lassen. Und wir haben das Ding nicht einfach nur glücklich damit 4:1 gewonnen, weil wir anders als in Spielen zuvor deutlich effektiver waren, sondern haben uns das wirklich auch sehr, sehr verdient. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich aber noch auf eine gute Offensivaktion der Schalke eingehen, bevor wir unsere Dinge besprechen. Und zwar nach dem offensiven Ballverlust von Füllkrug, als Schalke wirklich einen sehr, sehr starken Konter hat, einen sehr, sehr starken Umschaltmoment, der wirklich dann auch darin aufgelöst wurde, dass Terodde im 1 gegen 1 gegen Pavlenka war. Und da muss man ehrlich sagen, den muss er machen und dann steht es 1:1. Und dann ist natürlich auch wieder fraglich, wie so ein Spiel läuft. Da hatten wir wirklich einfach nur sehr viel Glück, dass er den Ball über das Tor geschossen hat, aber drumherum hat Werder Schalke wirklich halt sehr, sehr gut bearbeitet, hat wirklich den Schalkern, die Räume, die man den Schalkern gelassen hat, eher nur so in den Bereichen gelassen, die eher ungefährlich waren. Hier und da war mir das vielleicht bei Salazar so ein bisschen zu viel Platz, den er mal in Situationen hatte im Zentrum, aber sonst hatten die Bremer guten Zugriff. Wir haben das Mittelfeld und generell auch die zentralen Bereiche im Spiel sehr, sehr gut verdichtet bekommen. Auch vor allen Dingen durch die Außenverteidiger, die vielleicht ein bisschen mehr, wenn ihr mal drauf geachtet habt, auch eingerückt sind, als wirklich immer nur auf der Linie zu kleben. Sind nicht ganz so oft auch mit nach vorne durchgestartet. Also es gab so die ein oder andere Situation, gerade auf der linken Seite. Da hätte man sich, glaube ich, vor allen Dingen bei Agu den einen oder anderen tiefen Lauf mehr gewünscht. Ich weiß nicht, ob es immer gut war oder auch manchmal nicht so gut, dass er diesen Lauf nicht gemacht hat. Andersrum kann man aber auch eben so sagen, dass wir halt im Bereich der Konterabsicherung da eben einfach auf Nummer sicher gegangen sind, weil wir ja doch auch phasenweise immer sehr, sehr hoch gepresst haben, sehr hoch angelaufen sind, was dann eben aber auch die Schalker gut unter Druck gesetzt hat und unser Spiel dann da begünstigt hat, mit frühen Toren auch. Das war sicherlich auch sehr wichtig für uns, auch schön, Varianten zu sehen nach einer Ecke oder generell auch zwei, die ersten beiden Tore, die relativ ähnlich von der Variante her ausgespielt wurden. Weiser, der sicherlich hier seine Stärken in den offensiven oder in der offensiven Impulsgebung ausspielen konnte. Das 1:0, was er durch den eigenen Abschluss vorbereitet. Das 2:0 war auch seine Flanke. Also auch da muss man eben sagen, in den Bewegungen nach vorne war das schon sehr, sehr gut von ihm. Man darf aber auch immer dann nicht verkennen, dass ihm da auch wirklich diese Fünferkette zugutekommt, weil er hat dann immer so den ein oder anderen Lapsus in der Rückwärtsbewegung oder im defensiven Zweikampf drin, wo aber dann natürlich halt bei drei Innenverteidigern relativ gut abgesichert ist. Also er war auch stabiler defensiv als sonst, aber da halt eben nicht 100% perfekt und das muss man auch immer so gegeneinander abwägen, aber nach vorne, das war schon in dem Spiel ziemlich hervorragend. Auch Bittencourt tatsächlich ein starker Impulsgeber in dem Spiel. Der hat in den letzten Wochen auch sehr, sehr viel Lack abgekriegt von allen Seiten. Dementsprechend umso schöner, auch von ihm ein Spiel gesehen zu haben, in dem er 90 Minuten halt ein echter Mehrwert war für das Bremer Spiel, ein Impulsgeber auch in den offensiven Situationen, eben nicht so häufig eher die falsche Entscheidung getroffen hat, sondern wirklich kluge Pässe gespielt hat, gute Laufwege hatte und auch wirklich sehr, sehr viel mitgearbeitet hat, wenn Bremen ja damit beschäftigt war, gerade bei der Schalke-Offensivbewegung das Zentrum zu verdichten. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann haben wir noch einen Duxch, der auch ein bisschen kritisiert wurde zuletzt, wo ich auch gesagt habe, Leute, das ist ein
Qualitätsspieler erster Güteklasse in dieser Liga. Und das sind so Stürmer, da musst du auch mal ein bisschen durch eine etwas schwierigere Zeit durchgehen. Umso wichtiger, dass Werner das natürlich auch so gemacht hat. Ich glaube, da ist natürlich auch er als Trainer deutlich erfahrener. Und ich glaube aber auch, die von euch, die dann auch so ein bisschen selber mal Fußball gespielt haben und vielleicht eben auch Offensive oder Spieler waren oder selbst Stürmer waren, die wissen dann auch, dass da wirklich das Vertrauen des Trainers eben einfach sehr wichtig ist. Und Dux hat es einfach eben wieder zurückgezahlt in einem sehr, sehr wichtigen Spiel gegen den Ex-Spitzenreiter, denn jetzt sind wir das und es war enorm wichtig. Natürlich hätte er wahrscheinlich wieder verzweifeln können in dem Spiel. Er hatte vorher einen guten Abschluss an den Pfosten, auch den Freistoß an den Pfosten, wo ich mir auch so gedacht habe, das wäre tatsächlich so eine coole, tricky Situation, wenn er den da versucht direkt zu machen, wurde er dann auch gefährlich. Und dann hat er endlich mal bei den Abschlüssen auch ein bisschen Glück gebraucht, Glück gehabt. Das waren zwei abgefälschte Bälle. Dennoch, er hat geackert, dran gearbeitet. Beim ersten Tor auch Props an Füllkrug. Für mich sah das sogar fast so aus, als hätte er da auch echt genau geguckt, wie läuft der Duxch gerade, dass er ihn da irgendwie in Szene setzen kann. Und wie gesagt, bei dem Ball natürlich ein bisschen Abfälschglück gehabt, aber dann getroffen, noch ein zweites Mal getroffen in kurzer Zeit und ich glaube, das ist halt eben enorm wichtig. Danach hat Werner einen Gang runtergeschaltet, hat Schalke ein bisschen mehr das Mittelfeld überlassen, ein bisschen mehr den Ballbesitz belassen. Pavlenka, der das ein oder andere Mal noch ganz gut klären konnte. Am Ende gab es dann eben doch noch dieses Terodde-Tor, musste ja wahrscheinlich irgendwie sein. Aber ein 4:1 auf Schalke, Leute, sage ich auch ganz ehrlich, wer hätte das vorher nicht unterschrieben? Große Props an der Stelle, aber auch an beide Supportlager, also auch das, was man hören konnte an den Leinwänden, das war phänomenal. Ich finde auch echt Props an die Schalker. Das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür, was die Fans im Stadion auch fürs eigene Team hatten. Die haben, wie gesagt, die letzten Wochen einen unfassbaren Lauf gehabt, haben auch eine riesige Aufholjagd gestartet, haben sich auch wieder in eine sehr, sehr gute Position gebracht, haben eben auch noch alles selbst in der Hand, wie auch wir in Grün-Weiß. Das haben die Fans Gott sei Dank verstanden und auch nicht dieses 1:4 jetzt gegen die Bremer als Zeichen oder als quasi Grundlage für Kritik oder gar Pfeifen genommen, fand ich auch echt sehr, sehr stark. Und das ist genau das, glaube ich, was alle Teams, die da oben drin sind, von ihrem Lager im Endspurt der Saison brauchen an Support, gerade bei den Heimspielen. Denn das wird die letzten Wochen auch wild und auch für Werder, denn ich glaube, es sind zwar Gegner, die sind irgendwo im Niemandsland teilweise der Tabelle, Aue, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wenn wir gegen sie spielen, schon komplett abgestiegen. Aber man muss da eben auch einfach sagen, die können dann vielleicht befreit aufspielen. Die Bremer werden immer diesen Druck schon auch ein bisschen haben, gewinnen zu müssen, weil ja von unten eben auch einfach die Teams immer wieder nachrücken können, weil sie eben punktetechnisch nicht so weit weg sind. Das 4:1 war auch im Punkto-Torverhältnis nicht ganz unwichtig, gerade wenn man auch auf St. Pauli oder Darmstadt blickt, wenn es da irgendwie in eine Punktegleichheitssituation kommen könnte. Dementsprechend, Leute, wir nehmen mit ein 4:1 auf Schalke, haben uns in wichtigen Bereichen dadurch in eine noch bessere Position gebracht, stehen auch wieder am Platz an der Sonne und den wollen wir, glaube ich, bis zum Ende verteidigen. Ich bin guter Dinge und bin das eigentlich trotzdem ja auch schon seit Wochen. Ich glaube, das hört ja auch so ein bisschen raus aus den Spielen, wenn wir auch so teilweise diese nur ein Punkt Spiele gegen Sandhausen oder Ingolstadt oder so dabei hatten, weil eigentlich war auch wirklich nur diese erste Halbzeit gegen Nürnberg, die war wirklich katastrophal, aber auch das hat Bremen sehr, sehr gut abgeschüttelt für dieses Topspiel und wie gesagt, unter gar nicht mal so guten Vorzeichen ein, wie ich finde, unfassbar starkes Auswärtsspiel hingelegt. Props an das Team, absolut. Ich glaube, sicherlich wird man den ein oder anderen Fehler finden oder die ein oder andere Situation, wo es Grund zur Kritik gibt, da halte ich mich jetzt aber auch eher so ein bisschen zurück, weil 4:1 auf Schalke ist geil, nehmen wir mit. Und sehr gespannt bin ich wie immer auf eure Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt, was ihr daraus mitnimmt, was ihr da für den Saisonendspurt rauszieht. Wir schnacken drüber, reingehauen, Leute. Ciao.